Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Ja, weiterhin auf der Suche. Was heißt auf der Suche? Auf dem Weg zum Kampfbaum. Wir wollen einfach nur... wir müssen hier runter. Wir wollen einfach nur noch unser Ziel erreichen, nachdem wir jetzt die letzte Ultrabestie auch noch gefangen haben. Gibt es ja nicht mehr so viel zu tun im Spiel. Ich glaube, dass wir es in den nächsten 3 Folgen auf jeden Fall haben sollten. Und sollten wir gegen jeden gekämpft haben. So. Wie schauen eigentlich unsere Pokémon aus? Die sind alle wieder fit, oder? Nein, sind da aber nicht ganz, aber ist nicht so schlimm. Wir wollen Tauros. Darunter brauchen wir es aber nicht mehr. So, da war Matsuriga. Oh, du bist doch dieser Junge, der mich zu einem Bild inspiriert hat. Ich würde dich ja zeichnen, aber ich... erhole mich noch von meinen letzten 100 Skizzen. Die anderen Trainer auf der Route habe ich auch bereits besiegt. Aber keiner hat mich genügend gefordert. Jetzt ist mir langweilig. Dabei möchte ich doch nur jemanden kämpfen, der sich richtig zusammennimmt. Wie wäre es mit dir? Wenn du alle Trainer in der Nähe besiegst, kämpfen wir beide gegeneinander. Alles klar, machen wir. Schau mal. Shotaro und ein Ditto. Erdbeben. Porygon Z. Okay, weiter geht's. Zeitkraft, Eisattacke. Weg mit ihm. Ladungsstoß. Stark, wir setzen die Zeitkraft ein. Tobender Geofrost. Oh, schön. Sandam erreicht Level 63. Forscher besiegt Taro. Ganz einfach. Locker flockig. Was genau ist ein Pokémon eigentlich? Weißt du das überhaupt? Das sind Lebewesen. Tiere? Snibunna! 4 Pokémon hat sie, Alter. Eisenschädel, wenn es sehr effektiv ist. Magbrand.
Sehr schön. Trombok. Pflanzen-Pokémon. Und einmal bis bitte. Fuego erreicht Level 65. Grandiras. Drachekampf. Sandama, du bist dran. Nein. Grandiras ist auch besiegt. Und somit haben wir es. Warum wohl war ich nicht in der Lage zu gewinnen. Danke, dass du mir diesen Denkanschuss gegeben hast. Tja. Weil wir zu gut waren, ganz einfach. Findest das Item Mega Block. Da ist noch eine Trainerin. Da ist noch ein Trainer. Sind wohl nicht mehr so viele. Backpackerin. Ich bin eine Backpackerin, ich tue, was mir gefällt. Und das von früh bis spät. Heute steht mir der Sinn nach einem Kampf mit dir. Dann schauen wir mal, ob du den auch gewinnst oder ob du den verlierst. Na. Ich hasse Kostümspuk. So eine Kackattacke. Das heißt, was heißt Attacke? Ist nicht wirklich eine Attacke, ist einfach nur ein Status. Beziehungsweise, wie heißt's? Fällt mir der Name nicht ein. Eigenschaft, Fähigkeit. So fühlt es sich also an, wenn man verliert. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Gefühl was abgewinnen kann. Und deshalb Mimikma einfach tödlich. Ein Mango Spector erscheint. Nebelsamen. Verdammt, ein Doppelkampf.
Manchmal kann man jemanden trotz fleißigem Trainieren nicht besiegen. Das ist zwar frustrierend, aber man darf nicht aufgeben. Übung macht den Meister. Ich will der Allerbeste sein und dafür mache ich vor nichts Halt. Ich zeige dir, wozu ich fähig bin. Pankadu, Beth und Flo fordern dich heraus. Schon mal besiegt. Von da erreicht Level 64. Pikachu erreicht Level 68. Ich dachte, es schreckt vielleicht zurück. Eisenschädel war sehr effektiv im Volverock. Naokajutsu erreicht Level 70. Versucht Dunkelnebel zu erlernen. Was kann Dunkelnebel denn? Ist eine Eisattacke. Ah, nee. So, die zwei hat mir besiegt. Heilen wir jetzt wahrscheinlich unser Pokémon. Ehe die Reise weitergeht. Ah, ich freue mich schon, wenn wir mit Ultrasonne oder Ultramond durch sind. Und dann, wenn es zum ersten Mal heißt, okay. Oh, was ist jetzt mit meiner FPS los? Kompletter Abkack. Okay, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was los war gerade. Oh, Pilipper. Hey du, lass uns kämpfen. Der Stärkste zu werden mag ein unerreichbarer Traum sein, versuchen werde ich es aber trotzdem. Versuchen werde ich es aber. Ja, mal schauen, ob du mich schlagen kannst. Lass es uns mit Erdbeben versuchen. Oh oh. Himmel hieb und es schaut schlecht aus. Ja, da haben wir keine Chance. Da haben wir keine Chance. Tuganon, du bist dran. Wir kämpfen weiter. Z-Kraft. Und machen wir es weg.
So. Doppelkampf haben wir noch. Und dann haben wir noch Matsurika in dieser Folge. Und dann haben wir es geschafft. Dann kämpfen wir in der nächsten Runde, nächste Folge im Kampfbaum. Schauen uns den Kampfbaum ein bisschen an. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was über ihn. Und dann würde ich sagen, haben wir nur noch zwei kleine Missionen zu machen. Die aber nicht lang dauern. Kurelei und Lusardin. Ein Schwarm von Lusardin hat sich gebildet. Sehr interessant. Eisenschädel. Auf Kurelei. Oh, die haben viele Pokémon, fällt mir gerade auf. Dark Lariat auf Lusardin. So, Kurelei ist schon besiegt. Oh, oh. Hey, Fuego hat es ausgehalten. Tressella. Schneller, scheiße. Ich hätte gedacht, wir schaffen es. Verdammte Axt. So geht Fuego drauf. Ja, mit Dark Lariat zusammen jetzt locker gereicht. Na gut, Pikachu, du bist dran. Zandama, Eisspeer auf Tressella. Pikachu, Donnerblitz auf Lusardin. Oh oh. Bitte, liebe Zandama, beende das Ganze. Bevor das Ding noch Solarstrahl einsetzt. Oh, Tortunator, Alter. Wir hauen schnell Tukanon raus, sonst geht Pikachu uns nämlich auch drauf. Alter! Okay, ihr habt so gewollt. Ihr habt es so gewollt. Ich glaube, wir haben ein bisschen FPS-Probleme heute, hä? So, Tressella ist endlich besiegt. Jetzt kommt Marmolida, ein Wasser-Pokémon. Wir
müssen unseren Dama kurz wieder beleben. Und für Tukanon setzen wir wieder Pikachu ein. Nicht so effektiv. Turtle hat das jetzt Feuersturm ein auf Pikachu. Nein, Alter, das gibt's nicht, Pikachu. Das ist, boah, also das ist das Schlimme an Pikachu. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Pikachu. Dass Pikachu sich einfach nicht selbst verteidigen kann. Das ist 134 KP ist viel zu wenig. Zumindest in dem Levelbereich. Freundschaftsakt von Quajutsu wirkt. Quajutsu hat die Ashform angenommen. So, Marmolida lebt aber immer noch. Oh, das passt ja perfekt. Und Tausch und Sandama Erdbeben. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Elevoltik überlebt es halt einfach, weißt du? Nun gibt es jetzt Wasser dieser ein. Tukanon, schaffst du? Jawohl, oh oh. Ist egal, alles gut. Alles gut. Alles gut, Tukanon. Elevoltik ist besiegt. Wir setzen wieder Quajutsu ein. Jawohl! Marmolida sollte hiermit auch besiegt sein, jawohl, das ist es. Klasse. Weltklasse. Quajutsu Level 71. Mein armes Pokémon-Team, wegen mir mussten wir jetzt eine Niederlage einstecken. Tja, der Ärger über verlorene Kämpfe hält mich jung. Matze gewinnt 10.736. Sehr wichtig. So, was hast du zu sagen? Schau dir mal mein Fiaro an. Auf seine Initiative bin ich richtig stolz. Ich würde es durchaus mit dir tauschen, aber nur wenn du ein Costurso für mich hast. Habe ich leider nicht. So, unser Weg geht zurück zu Matsurika, denn wir haben hier noch einen kleinen Kampf auszutragen mit zwei. Nennen wir es eine Revanche. So, Fuego kurz wieder heilen, Pikachu kurz wieder heilen. Und Tukanon kurz wieder heilen. Und dann einen Haufen Energiestaub einsetzen für Sandama. Und Quajutsu. So. Wie gesagt, nennen wir es Vorbereitung.
So. Oh, ein Granbull. Ich muss sagen, haben wir nicht einen Granbull gefangen, Granbull gefangen für unsere Frühbeiler? Nein. Oh. Oh, wunderbar. Zum Glück war aufs dritte Mal entkommen. Ui, die Folge dauerte wirklich ein bisschen lang. Aber wir sind wieder am Anfang, wir sind wieder bei Matsurika und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, ciao. Mit V, Leute.